Hallo meine Flauschis, willkommen zu einem neuen Video und ihr seht, Hintergrund, anders, Veränderung. Ja, die Veränderung ist diesmal absolut gewollt, die Veränderung ist immer gewollt. Ich hoffe, ich verschwinde nicht hinter diesem Hintergrund. Und wie ihr seht, ich habe auch noch nicht alle Bilder aufgehängt, weil ich teilweise noch so ein bisschen am Umgestalten, Umdisponieren bin. Das sollte fürs nächste Video alles passen. Auch den Ton will ich anpassen, sodass es weniger Hall gibt, weil ich weiß, hier ist ein bisschen Hall. Ihr könnt gerne im Laufe des Videos irgendwann hier oben abstimmen, ob euch der Hintergrund besser gefällt. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild, dann seht ihr den Hintergrund. Oder ob ihr ihn blöd findet. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Anlass des Videos. Ich habe ein paar Tipps für Neufurs und Jungfurs. Ich weiß ja, dass einige, die meine Videos gucken, neu dabei sind oder auch vielleicht sehr jung sind. Und da macht man vielleicht ein paar Fehler. Und deswegen möchte ich euch 7 Tipps geben, wie ihr als Jungfur so ein bisschen den Anschluss findet und eine schöne Zeit habt. Tipp 1, ihr braucht keinen Fursuit. Fursuits sind kein Must-Have. Ich kenne sogar einige Leute, die wollen absichtlich keinen Fursuit und das ist völlig in Ordnung. Ich kenne immer die Leute, die sagen, ich gehe nicht an eine Convention ohne Fursuit. Das ist aber Käse. Mehr als 50% der Leute an einer Con kommen ohne Fursuit. Egal, ob sie einen haben oder nicht. Ich habe schon Leute gesehen, die haben einen und nehmen ihn nicht zur Convention mit. Normalerweise definiert sich Furrier sowieso über das Interesse an anthropomorphen Tierwesen. Deswegen sind Fursuits erst recht kein Muss. Und wenn ihr sagt, hey, ich bin nur dann ein Furry, weil ich einen Fursuit habe, das ist wirklich, glaubt mir, das ist der falsche Weg. Punkt 2, Upthieving. Upthieving ist aber so eine Sache. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ja sogar ein ganzes Video drüber gemacht. Und es ist wirklich auch ein wichtiges Thema, da es einfach viel zu oft passiert. Als ich jung war, habe ich den Fehler auch gemacht, als ich mich auf Furbase damals angemeldet habe. Ich habe einfach irgendein random Furry-Bild genommen, was ich schön fand. Und habe das als Profilbild gemacht und habe mir nichts dabei gedacht. Und bin am Ende angekackt worden. Freundlich angekackt, aber ich bin angekackt worden. Und deswegen möchte ich euch warnen. Wenn ihr ein Bild eurer Sona wollt und zufällig einen Wolf oder einen Drachen als Bild habt, nehmt den Windbane Dragon oder den Windbane Wolfmaker. Das ist relativ einfach und ihr könnt euch eure Sona entwerfen. Solltet ihr eine andere Spezies haben, ist das kein Problem. Geht auf Furbase in den Art Trades und Request Bereich. Dort werdet ihr Leute finden, die euch gratis Zeichnungen anbieten oder für geringes Geld Zeichnungen nehmen, weil sie eben ihre Zeichenkünste verbessern wollen. Das hilft ihnen. Warum zeige ich dabei auf mich? Das hilft ihnen und das hilft euch. Schiebt kein Drama. Das ist so offensichtlich eigentlich. Ich finde das mega offensichtlich. Aber es ist unfassbar wichtig. Es schieben einige Leute regelmäßig Drama. Gerade wenn Leute neu ins Fandom kommen, regen sie sich auf darüber, dass sie Single sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst Single. Ich heule deswegen aber nicht rum. Ich suche auch nicht. Aber wenn mich Leute anschreiben und sagen, hi, Akeban, ich bin Single. Dann denke ich mir, okay, mit dir möchte ich auf jeden Fall nicht zusammen sein. Wenn man das mal so eben erwähnt, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn man deswegen Drama schiebt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es Leute gibt, die Drama schieben, weil sie Single sind, dann möchte ich mit denen definitiv nicht in einer Beziehung sein. Und deswegen der Tipp an euch, benehmt euch normal, benehmt euch erwachsen. Drama ist uncool, Drama ist immer uncool. Punkt 4. Taucht nicht zu sehr ins Fandom ein. Ich weiß, das Fandom ist toll und ein Regenbogen und eine wunderschöne Welt. Und ja, das Fandom ist wirklich toll. Aber gerade in Zeiten von Second Life, Online, Chatrollenspiele, alles, neigt man dazu, vielleicht mehr Zeit vor dem Rechner zu verbringen, als man es getan hätte, wenn man nicht im Furry-Fandom gewesen wäre. Und ich meine, Furries online kennenzulernen ist nichts Schlimmes. Ich habe das selbst getan. Ich habe darüber auch Cody damals kennengelernt. Aber ich predige auch immer, habt Freunde im realen Leben außerhalb des Furry-Fandoms. Geht raus, lernt Leute kennen. Seid nicht socially awkward, benehmt euch ganz normal. Habt Freunde außerhalb des Fandoms und wenn es denn Leute im Fandom sein müssen, geht an Meets, geht an Stammtische, an Furdances, an Conventions. Dort lernt ihr Leute kennen und das ist auch wertvoll. Ich behaupte, und das sage ich euch als angehender Kaufmann, es bringt niemandem was, langfristig ein ruhiger, zurückgezogener Mensch zu sein. Ihr müsst ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen und kontaktfreudig sein. Das braucht ihr im späteren Leben immer wieder. Punkt 5. Sucht euch keine Elite-Furs und himmelt sie an. Bitte. Ich bin ein vermeintlicher Elite-Fur. Ihr wisst ganz genau, dass ich es nicht mag, als solcher bezeichnet zu werden. Aber ich werde es immer wieder. Und ich werde auch immer wieder angehimmelt von Leuten. Und das ist echt nicht cool. Ihr könnt euch bei mir jede Woche eine folgende Situation vorstellen. Hi, Akeban! Hi? Oh mein Gott, du hast geantwortet! Oh mein Gott, ich bin dein größter Fan! Ja, das passiert mir tatsächlich immer wieder. Und das ist nicht cool. Ob ihr es mir glaubt oder nicht. Mir ist das extrem unangenehm, wenn ich von Leuten angehimmelt werde. Bitte behandelt mich ganz normal, das ist mir sehr wichtig. Punkt 6. Lasst euch Zeit mit eurem Namen und eurer Persona. Ihr habt wirklich mehr als genug Zeit dafür, also nehmt sie euch einfach. Das Schlimmste ist, ihr steigt ins Fandom ein, generiert einen generischen schwarzen Wolf und nennt ihn dann DiffyPost92 oder irgendeinen anderen Namen,
der beliebig austauschbar ist. Das ist kreativlos, das ist langweilig und das merken die Leute, die anderen im Fandom, sehr schnell. Denn zwei Punkte sind daran wirklich falsch. Der erste Punkt ist die Spezies. Ich habe nichts gegen Wolf, ich meine, ich bin selbst einer. Aber Wolf ist doch die Anlaufspezies, wenn man ins Furry-Fandom kommt. Das ist die Spezies, mit der die meisten anfangen, wenn sie nicht wissen, was sie werden wollen. Und ich sage euch da aus Erfahrung, geht in euch, nehmt euch die Zeit. Überlegt, mit welchem Tier assoziiert ihr euch? Es ist nichts blöder, als 5000 Mal die Spezies zu wechseln, wenn man sich nicht einig wird. Und das lässt die Leute dann irgendwann glauben, hä? Wer ist das eigentlich? Weiß er denn nicht, was er will? Deswegen, nehmt euch die Zeit. Geht in euch, überlegt, hey, mit welchem Tier assoziiere ich mich? Bin ich eine Katze? Bin ich ein Hund? Bin ich ein Wolf? Bin ich ein Drache? Das sind Fragen, die könnt ihr euch einfach stellen. Und das zweite hier ist der Name. YiffyPost92 ist meiner Meinung nach eine Vollkatastrophe. Nennt euch bitte nicht YiffyPost92. Und ich stelle mir gerade vor, wie jemand in die Kommentare als YiffyPost92 einen Kommentar schreibt. Böse aus, nein. Ich gebe euch mal einen Tipp, wie ihr schnell und gut an einen tollen Furry-Namen kommt. Stellt euch eine Sprache vor, die euch gefällt. Sei es Spanisch, Französisch, was wahrscheinlich den meisten nicht gefällt. Italienisch, Portugiesisch, irgendeine Sprache, die ihr mögt. Und dann nehmt ihr ein Wort, was für euch eine tiefergehende Bedeutung hat. Dann dekliniert bzw. konjugiert ihr das Wort einfach mal durch. Und dann schaut ihr, spricht mich davon irgendwas an? Dreht vielleicht ein paar Buchstaben. Oder vielleicht könnt ihr das Wort 1:1 fast schon nehmen, wobei das manchmal ein bisschen schwierig ist. Vielleicht ist das ja dann euer Furry-Name. Und dann kann ich euch sagen, die Chance, dass jemand anders einen solchen Namen hat, läuft gegen Null, wenn ihr wirklich kreativ seid. Und der letzte Punkt, trefft andere Furries. Ich weiß, das klingt so ein bisschen wie dieses versumpft nicht im Fandom, aber es ist mir relativ wichtig. Geht an Conventions oder sonst was. Es gibt einige Furries, die vielleicht eine ganz andere Einstellung haben als ihr. Und je mehr Leute ihr kennenlernt, desto mehr lernt ihr dabei, während ihr im Fandom seid. Und Lernen ist eine super wichtige Sache, das sage ich euch als Wolf. Ich lerne unfassbar gerne verschiedene Sachen kennen und bin sehr neugierig. Und Neugier ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Und das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr findet nach wie vor den Hintergrund flauschig, obwohl meine Pfoten damit verschmelzen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Und gerade wenn ihr ein bisschen Neu-Furs oder Jung-Furs helfen wollt, rechts von mir kommt ihr zu zwei weiteren Videos. Das eine ist, warum man im Furry-Fandom wirklich keinen Fursuit braucht. Und darunter mein aktuelles Video, 10 Gründe auf Furry-Conventions zu gehen, um noch ein bisschen mehr zu sagen, als ich hier gesagt habe. Bleibt flauschig und habt eine schöne Restwoche. Ciao, ciao!